Schön, dass ihr da seid. Wir müssen etwas leise sein. Esmeralda schläft nämlich schon. Aber Tina... Huch, du bist ja doch noch wach. Wir müssen doch noch beten. Natürlich, du hast recht. Wir beten noch gemeinsam, bevor du schlafen gehst, ja? Betet ihr mit? Lieber Gott, habe Dank für den Tag, den du uns heute geschenkt hast. Habe Dank für diese tollen Erlebnisse heute. Nun, schenke uns eine gute Nacht. Schenke doch auch deine Engel, dass sie auf uns aufpassen und dass sie uns gute Träume schenken. Nimm alles an, pass auf unsere Eltern, unsere Freunde auf. Amen. Amen. Tina, was sind eigentlich Engel? Oh, das ist eine gute Frage. Nun habe ich eine total schöne Geschichte. Ich würde sagen, mach sie doch einmal bequem und ihr zu Hause macht es euch auch bequem und dann lese ich euch noch eine Geschichte vor. Ja, eine Geschichte. So ein Engel hat es gar nicht so leicht, mit seinen Flügeln in eine kleine Eisdiele hineinzukommen. Die Tür war schon recht schmal und in der Eisdiele war auch nicht gerade viel Platz. Und dann waren auch noch so viele Leute hier drin. Kein Wunder. Draußen war ein richtig schöner, warmer Sommertag. Der Himmel war strahlend blau. Nur ein paar einzelne kleine Wölkchen waren zu sehen. Die Leute waren so ungeduldig. Sie wollten endlich ihr Eis bekommen. Und jetzt, wo es schon so eng in dem kleinen Raum war, steht da auch noch ein Engel mittendrin. Und jedes Mal, wenn er sich umschaute, stupste er jemanden mit seinen Flügeln an. Vielleicht dachte sich sogar jemand, Engel gehören in keine Eisdielen. Vor allem nicht in so eine kleine Eisdiele. Dem hätte Raphael aber gleich entgegensetzen können, warum gibt es dann Engelblau? Und ihr könnt euch sicher denken, das war Raphaels Lieblingseissorte, Engelblau. Das schmeckt nicht nur nach Vanille, sondern auch nach Kaugummi. Und es ist blau, blau wie der Himmel. Wer könnte denn solch ein Eis nicht lieben? Vielleicht denkt ihr jetzt, mein Lieblingseis ist doch aber Zitrone oder Erdbeer. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Engel und steht mit euren Flügeln inmitten von vielen anderen Menschen in einer Eisdiele und werdet gefragt, welches Eis ihr wollt. Und Raphael hätte jetzt gesagt Zitrone? Das wäre merkwürdig gewesen, oder? Alle hätten gedacht, warum denn nicht Engelblau? Er ist doch ein Engel. Aber zum Glück mochte Raphael Engelblau ja am allerliebsten. Und nach einer gefühlten Ewigkeit konnte sich Raphael endlich wieder durch die Tür nach draußen zwängen. In seiner Hand eine Waffel mit zwei Kugeln Engelblau. Das habe ich mir auch verdient, dachte er. Und er hatte recht. Die Sonne blendet ganz schön, wenn man eine Weile in einer Eisdiele ansteht und dann wieder nach draußen kommt. Auch Engelsaugen müssen sich erst wieder an die Sonne gewöhnen. Aber schön warm war es im Gesicht. Und gleich würde Raphael noch kaltes Eis in seinem Mund spüren. Und es würde nach Vanille und Kaugummi schmecken. Aber als er die Waffel an den Mund hob, lenkte ihn etwas ab. An der Eisdiele kamen ein paar Kinder vorbei. Alle waren fröhlich und hüpften herum und machten einen großen Lärm. Was war denn da los? Raphael schaute sich das genauer an. Da, es waren ja gar nicht alle fröhlich. Einer sah verängstigt und traurig aus. Er weinte sogar. Ganz rote Augen hatte er. »Gib mir meine Jacke zurück!« Und kaum hatte der Junge das gerufen, warf eines der Kinder die Jacke hoch in die Luft und ein anderes schnappte sich die Jacke, bevor der Junge danach greifen konnte. Das war ganz schön unfair. Sie waren alle viel größer als er und er würde niemals so hoch hüpfen können, um die Jacke zurückzubekommen. Das war gar nicht schön anzusehen. Aber irgendwann verloren die größeren Kinder die Freude daran, den Jungen zu ärgern. Sie sagten noch ein paar sehr gemeine Sachen, dann gingen sie einfach weg. Die Jacke bekam der Junge zwar zurück, aber er war immer noch sehr traurig. Und das kann man gut verstehen. Wer mag es denn schon, so geärgert zu werden? Und so setzte sich der Junge auf eine schmutzige Treppenstufe im Schatten gegenüber der Eisdiele. Er zog die Lippen nach oben und wischte sich mit der Hand die Augen und die Nase ab. Raphael überlegte nur einen kleinen Augenblick. Dann lief er auf die Treppe zu.
streckte dabei seinen Arm mit der Waffel und den beiden Kugeln Engelblau nach vorne in die Richtung des Jungen. Der machte große Augen. Da kam ein Engel auf ihn zu mit Eis. Er war so überrascht, dass er aufhörte zu weinen. Und als Raphael ihm das Eis ganz nah vor das Gesicht hielt, verstand er: Das ist für mich. Ein Engel schenkt mir blaues Eis. Seine Augen wurden ganz groß und er fing an zu lächeln. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er die Waffel und fing an, das Eis zu essen. Blaues Eis, und es schmeckte ganz wunderbar nach Vanille und Kaugummi. Es ging ihm gleich wieder viel besser. Der Tag war bisher nicht schön gewesen, aber jetzt, wo ein Engel gekommen ist, um zu helfen, wie schön ist das denn bitte? Der Junge wurde richtig glücklich. Und jetzt verrate ich euch noch etwas ganz Wichtiges. Wir kennen Engel aus der Bibel, die Gott geschickt hat, damit sie den Menschen helfen. Es gibt auch einen Engel Raphael, aber das war nicht der Engel aus dieser Geschichte, denn Raphael aus der Eisdiele war erst 5 Jahre alt. Er durfte heute im Kindergarten einen Engel spielen und Oma und Opa haben ihm danach gesagt: Das hast du so schön gemacht, wir gehen jetzt noch ein Eis essen. Raphael ist also ein Kind wie du und trotzdem ein richtiger Engel. Er hat gesehen, dass ein anderes Kind traurig ist und hat ihn, den Jungen, mit seinem Eis wieder fröhlich gemacht. Jeder kann ein Engel sein, auch du. Und ich verrate dir jetzt noch ein anderes Geheimnis. Nicht nur der Junge war fröhlich, auch Raphael. Hätte er sein Eis alleine gegessen, das hätte ihm wunderbar geschmeckt. Es waren immerhin 2 Kugeln Engelblau. Und vielleicht hätte er sich sogar ein paar Wochen noch an dieses Eis erinnert und sich gefreut, weil es so lecker war. Aber dieser Moment, als der andere Junge nicht mehr geweint hat, als er sich sogar gefreut hat, das war für Raphael auch ein ganz wertvoller Moment. Und den hat er in seinem Leben nie mehr vergessen. Und der Junge nicht. Und auch die Großeltern nicht. Können Schnecken dann auch Engel sein? Natürlich kann auch eine Schnecke ein Engel sein. Haben wir doch gerade gehört. Ein kleiner Junge kann ein Engel sein. Eine Schnecke kann ein Engel sein. Ich kann ein Engel sein. Der liebe Gott hat uns Engel geschenkt und hat uns aber auch zu Engeln gemacht, dass wir für andere ein Engel sein können. Das war aber ein lieber Junge. Tina? Ja? Singen wir dann vielleicht noch ein Lied? Vielleicht eins über Engel? Oh ja, das können wir. Da habe ich noch ein richtig schönes.